So, wir haben jetzt wieder das Tarot-Deck, irgendwie, was wir uns neu angucken können. Ich glaube tatsächlich, dass wir aufgrund unserer vorigen Wahl so halt, ne, meiner Wahl irgendwie des Tarot-Decks, Lapus Schicksal damit besiegelt haben. Wer weiß, ob was anderes gekommen wäre, weil es hat sich ja nur total erfüllt, ne? Irgendwie eine Trennung. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, Zufallsentscheidung. Eine Weissagung. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Der Herrscher. Hierophant. Nein, die wurde. Naja, egal. Eigentlich ist es egal. Die Sonne. Es gibt Dunkelheit, die Unsicherheit bringt. Aber es wird einen Anhaltspunkt geben. Etwas, von dem ich etwas lernen kann. Ist jetzt erstmal nicht schlecht. Nur eine Weissagung pro Tag. Das war's. Schauen wir mal, was wir jetzt damit freigesetzt haben. Ich kann leider diese Nummer, die in Lapus Brief drin war, nicht wählen, irgendwie, weil ich das Telefon nicht benutzen kann. Kiese. Na gut, okay. Was sind die To-Dos? Meine Sachen? Zu erledigen. Sie hätten meine Sachen irgendwo untergebracht. Ich muss Lapus Brief finden und mich dann auf die Beerdigung vorbereiten. Okay, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Ist noch nicht abgeschlossen. Der Geist der weißen Dame liegt am See, denn ich habe mir Geschichten immer von dem Einschlafen erzählt. Könnte da etwas dran sein. Hätten wir auch. Ein letzter Abschied. Ich möchte ein letztes Mal mit meiner Schwester allein sein. Okay, begrüß deine Schwester. Dann machen wir das jetzt mal. Und danach, aus Lapus Nachricht, lass dich davon nicht beunruhigen, aber falls etwas passiert, erinnere dich bitte an diese Nummer. Verwende die Nummer. Es ist deine Telefonnummer, oder? Oder eine Kombination ist natürlich auch nicht schlecht. Haben wir ein Safe schon mal Die irgendwo Gewalt gesehen? gegen Zivilisten in La Romula nimmt nicht ab. Und wieder einmal ist die Familie von General K. unter Beschuss geraten. Nach dem grausamen Mord an Julia K. ist nun auch das Leben ihrer Schwester Martha in Wenn Gefahr. es draußen nicht so sonnig ist, funktioniert der 200 ISO-Film gut. Nur der Gnade Gottes ist es zu verdanken, dass das Mädchen noch lebt. Das antifaschistische politische Motiv scheint derzeit der einzige Grund für diese feige Tat zu sein. In unserem Haus mangelt es nicht an Bildern. Mama malt leidenschaftlich gerne. Ja, und nicht schlecht, wenn es für mich ist. Okay, dann gehen wir mal raus. Wir haben ja auch noch nicht den Schlüssel gefunden, ne? Für unser altes Zimmer. Wahrscheinlich bekommen wir den erst sehr spät. So, wahrscheinlich gilt es jetzt erstmal wieder eine Zeitung zu lesen. Ja, das machen wir mal schnell. Versuchter Mord in La Romola. Nach dem Mord an Julia K. ist heute ihre Zwillingsschwester das Opfer eines weiteren Mordversuchs geworden. Der Zustand des jungen Mädchens, das von den deutschen Truppen gefunden wurde, bietet keinen Grund zur Sorge. Das politische Motiv dahinter wird immer deutlicher. So war das nicht. Das ist alles falsch. Mama hat mich gefunden. Die deutschen Soldaten haben auf mich geschossen. Ich sage am besten gar nichts. Die Wahrheit glaubt sowieso niemand. So, Auch in okay. Florenz wird der Krieg spürbar. Die Vorräte gehen langsam zur Neige. Das Brot hält möglicherweise nur noch ein paar Tage. Die Preise steigen dramatisch. Fleisch ist nun für 100 bis 140 Lira pro Kilo zu haben. Das Gas wurde gekappt und es gibt keine Kohle mehr. Neue Verordnung: Verbot der Benutzung von Fahrrädern. In den letzten Tagen haben Radfahrer wieder einmal auf Angehörige der italienischen Streitkräfte und auf Zivilisten auf der Straße geschossen. Die Zuwiderhandelnden werden nach dem deutschen Strafrecht bestraft. Die Schlacht in der Toskana. Deutsche Operationen in der Umgebung von Livorno. Extrem heftige Kämpfe in den Straßen der Stadt. Okay, und damit haben wir alle. Ich schaue mal ganz kurz, ob das auch als abgehackt gilt. Bei den ersten. Nein. Nein. Bei den ersten habe ich jetzt nicht gelesen. Sondern der wurde allein gelesen. So, Zeitung. Ja, haben wir. Wunderbar. Okay. So, denn.
Ich sollte den Hörer abnehmen, aber schweigen. Wenn ich den Anrufer zuerst sprechen lasse, finde ich heraus, wer es ist. Ja, jemand muss aber noch abnehmen. Erstmal. Oder? Das ist Nanni. Ihr kann ich mich anvertrauen. Nein. Hallo? Ich bin's. Was? Hallo? Oh Gott, ich glaube, ich träume. Und die Katze ist aus dem Sack. Nein, Nanni, du träumst nicht. Ich bin es wirklich. Julia. Ach du lieber Gott, Julia, mein kleiner Spatz. Wie wundervoll. Tut mir leid, aber ich dachte, du wärst tot. Ich habe deine Leiche gesehen. Es macht mich so glücklich, dass... Könntest du mir erklären, was hier los ist, mein kleiner Spatz? Ich erzählte Nanni alles, was vorgefallen war. Sie war natürlich traurig wegen Martha, aber gleichzeitig auch sehr glücklich. Ich war diejenige, zu der sie eine besondere Bindung hatte. Ja. Ich erklärte ihr, dass ich versuchen wollte, die weiße Frau zu treffen. Auch wenn es eine verrückte Idee war. Aber sie hielt mich nicht für verrückt. Ganz im Gegenteil. Sie erklärte mir, was ich tun musste, um sie zu treffen. Es war ziemlich kompliziert. Ich notierte alles sorgfältig in meinem Tagebuch. Wer weiß, vielleicht tat sie es nur, um mich zu beschäftigen, während sie überlegte, was sie mit mir machen und wen sie warnen soll. Das werde ich allerdings nie erfahren, denn am selben Tag wurde die Villa von einer Bombe getroffen und Nanni starb. Oh nein. Sie starben alle. Wir hätten in diesem Haus sein sollen. Aber stattdessen... Arme Nanni. Oh Mann. Mach's gut, Nanni. Ich hab dich lieb. Mach's gut, mein Schatz. Ich dachte, ich hätte dich verloren. So, Tagebuch hat sich aktualisiert. Tatsächlich würde ich mal ganz gerne probieren, die Nummer zu wählen. Okay, das war 6934, ne? Ich bin Ju. Nein, nicht reden. Wir müssen nicht wissen, wer du bist. Wenn du diese Nummer anrufst, bedeutet das, dass Lapo möchte, dass du seine Arbeit erledigst. Ein Telefonkabel in der Nähe des Hauses des deutschen Generals Erich K. muss gekappt werden. Eines führt zum Haus. Aber es gibt noch ein weiteres Kabel, von dem wir vermuten, dass es mit einer geheimen Basis verbunden ist. Und genau das muss abgeschnitten werden. Wenn du deutsche Fahrzeuge in der Nähe siehst, gib uns sofort Bescheid. Wir werden unter dieser Rufnummer nicht mehr erreichbar sein. Sie kann nur einmalig verwendet werden. Der Telegraph sollte sicherer sein. Frequenz X, telegrafiere vor der Nachricht, die Stadt brennt, um dich zu identifizieren. Lang lebe das Vaterland! Lang lebe die Befreiung! Soll ich das Kabel sabotieren und zum Spion werden? Ich weiß nicht. Mein Vater ist Deutscher. Ich würde ihn damit verraten. Obwohl er selbst den Krieg hasst. Aber was ist mit Lapo passiert? Und diese Typen? Wenn ich das Leben von jemandem retten kann, sollte ich es vielleicht versuchen. Oder vielleicht kann ich mit Papa darüber reden. Er kann mir bestimmt einen Rat geben, was ich tun muss. Weiß ich nicht. Ich habe von all dem überhaupt keine Ahnung. Was hast du dir dabei gedacht, Lapo? Ach, du Scheiße. Ach, du Schande. Ach, du meine Nase irgendwie.
Also, das ist jetzt heftig, irgendwie. Das ist krass. Also, na klar, irgendwie müssen wir versuchen, ein Nazi-Regime irgendwie zu stürzen. Aber wir verraten unseren Vater, unseren eigenen Vater, der uns liebt. Und er wirkt jetzt, ja klar, natürlich, privat sind sie alle jetzt irgendwie wahrscheinlich keine Monster gewesen. Scheiße. Okay, ich werfe eine Münze. Okay, mach, lass dein Schicksal entscheiden. So. Münze. Münze. Was ist denn das, Alter? Mann, nein. Also, meine gute NPS-Münze. So, also. Logo oben. Wir helfen den Partisanen. Kein Logo. Wir verraten Papa den Plan. Kein Logo oben. Das wäre das Logo gewesen. Wir verraten Papa den Plan. Ich beschloss, meinem Vater alles zu erzählen. Ich liebte ihn so sehr, dass ich kein Spion werden konnte. Ich verstand nichts von all diesen Dingen. Ich hätte gehandelt, ohne zu wissen, was ich da tue. Mein Vater sagte mir, ich solle ihren Aufforderungen zustimmen und ihm alles berichten. Er wollte mich bloß nicht in Schwierigkeiten sehen, wie alle Väter. Ja. Zum Zerschneiden des Kabels brauche ich eine scharfe Schere. Eine Schneiderschere sollte ausreichen. Die haben wir doch. Martha wurde für ihre Beerdigung in die Kapelle gebracht. Ich möchte mich allein von ihr verabschieden, bevor alle ankommen. Haben wir hier eine Kapelle tatsächlich bei uns auf dem Grundstück? Das wäre krass. So, okay, gut, dann gehen wir nochmal raus. Napapapapap. So, Kommunikationsleitung. Okay, sie warten mich, eine Telefonleitung zu durchtrennen und die Position von deutschen Militärfahrzeugen zu melden. Finde den Telefonmast, schneide die Leitung durch. Das Telefon. Ab sofort kannst du das Telefon benutzen. Durch das Kommando, Kurzwarengeschäft, der Dr. Don Attilio und die Kappe Carabinieri. Okay, und hier ist immer noch... Lies das Tagebuch. Okay, gut, dann lesen wir jetzt nochmal schnell das Tagebuch. Meine Güte, wir kommen hier überhaupt gar nicht raus heute. So viel zu tun. Jetzt weiß ich, wie ich die weiße Frau treffen kann. Nanny hat mir alles erklärt. Ich muss versuchen, sie früh am Morgen zu treffen, wenn es neblig ist. Sonst war alles umsonst. So okay. Heißt es in der Legende. Das hier muss ich also tun. Erstens, ich muss ihren Verlust wieder heraufbeschwören, indem ich sie in Kontakt mit ihrem Liebhaber bringe. Um das zu tun, muss man laut Nanny das Grab des Geliebten im Wald suchen. Papa hat immer gesagt, dass Infrarotfotos etwas sichtbar machen, was das bloße Auge nicht sehen kann. Vielleicht sehen sie dann auch Geister. Daran wäre jetzt nichts Seltsames, wenn man bedenkt, dass ich doch versuche, einen zu kontaktieren. Verrückt. Zweitens, ein Teil von mir muss ihre Welt betreten. Eine Haarlocke sollte reichen. Ich brauche also eine Schere, um welche abzuschneiden. Drittens, ich brauche ein Objekt, das ihre Welt mit meiner verbindet. Ich weiß noch nicht, was ich dafür tun muss. Hoffentlich fällt mir irgendwas ein, wenn ich es am wenigsten erwarte. Viertens, um mit ihr zu kommunizieren, muss ich meine Tarotkarten benutzen. Ich werde die weiße Frau auf der Insel treffen, auf der ihr Geliebter hingerichtet wurde. Okay. Na gut. Dann würde ich sagen, wir gehen mal raus und suchen die Kapelle. Da vorne sieht wie eine kleine Kapelle aus. Da gehen wir mal hin. Jetzt blick doch über den Rasenlatsch, nicht Papa sagen. Die Mecker sonst. Oh, schön, schön. Das sind 10 toten Vogel gebracht, ja?
So, sollen wir jetzt den toten Vogel fotografieren wieder? Again? Der arme Kleine. Er ist tot. Armer kleiner Kerl. Sein Platz ist an Marthas Seite. Okay, gut. Dann nehmen wir ihn und packen ihn zu Martha. Nanni nennt mich immer kleiner Spatz. Das ist der Teil von mir, der mit Martha gestorben ist. Er wird sicher sein bei ihr. Na? Hey, Martha. Hier, Martha. Mein Herz. Behalte ihn. Ich fange an zu verstehen, wie schmerzhaft dein Zustand gewesen sein muss. Nicht mit anderen kommunizieren zu können, ist wirklich eine Qual. Ich habe dich beneidet, weil ich nicht sah, wie du leidest. Ich habe deinen Mut nicht verstanden. Ich vermisse dich so sehr, Martha. Ich bin nicht würdig, deine Kleider zu tragen. Okay. Dann, was hat sich jetzt aktualisiert? Der Geliebte. Aus dem Tagebuch, ich muss ihren Verlust wieder heraufbeschwören, indem sie ihren Kontakt mit ihren Geliebten bringe. Um dies zu tun, sagt Nanny, müsse man das Grab des Geliebten im Wald suchen. Aber es gibt so viele Gräber. Wenn ich die Gräber mit Infrarotfilm fotografiere, kann ich vielleicht etwas sehen, das auf seinem Grab hinweist. Okay, Papa hat immer zu mir gesagt, dass Infrarot Dinge einfängt, die das bloße Auge nicht sehen kann. Es muss neblig sein, um überhaupt Geister fotografieren zu können. Okay, zusätzliche Information. Um Infrarotfotos zu machen, brauche ich einen speziellen Infrarotfilm. Das Stativ, das ich für das Selbstporträt verwendet habe, wird reichen. Okay, cool. Aus dem Tagebuch, ich brauche ein Objekt, das ihre Welt mit meiner verbindet. Zu erledigen. Tja. Na, dann würde ich doch mal sagen, lass uns doch mal erstmal das Kondolenzbuch eintragen. Von meiner Beerdigung gibt es nur ein paar Unterschriften. Hätten die Leute gewusst, dass es sich tatsächlich um Martha handelt, wären es viel mehr gewesen. Das tut weiß mir leid, man dass doch ich nicht. Dir das genommen habe. Nein, das ist. Da hinten ist auch noch was. Ein Brief. Gemeinde San Casciano. Provinz Florenz. Sterbeurkunde. Aus dem Register der Sterbeurkunden der Gemeinde Nummer 174, Teil 3, Serie 12 des Jahres 1944. Es wird an diesem 16. Juli des Jahres 1944 der Tod von Julia K. bescheinigt. Bewohnerin von Via Percebaya, geboren am 26. Februar 1923 in La Romola, und Tochter von General Erich K. und Irene K. Don Attilio D. wird die Beerdigung abhalten und der geschätzte Herr Alberto M. wird sich um die Beisetzung auf dem Friedhof von La Romola kümmern. Telefonnummer 6537. Öffentlicher Staatsdienst. General Galeazzo T. Aha. Ja, die Sterbeurkunde. Okay. Gut, ansonsten war es das jetzt in der Kapelle. Geh mal wieder raus. Denn lass uns doch mal, die Schere brauchen wir. Nee, die haben wir. Und wir müssen jetzt dieses Kabel finden. Das ominöse Kabel. Warte, ich mal noch ein bisschen komisch. Der Rabe macht einen riesen Aufstand. Oder? Vielleicht ist es derselbe Rabe, der den armen Spatz getötet hat. Also vom Sound her kommt er aus der Richtung. Sehen tut ihn nicht. Ich hasse Mobbing. Doch es schien fast so, als wollte der Rabe den kleinen Vogel wieder zum Leben erwecken. Sind wir der Rabe? Symbolisieren wir den Raben? So, na sage mal. Der Rabe. Warum kratzt der Rabe ständig? Finde den Raben. Ja, toll. Super. Ist er vielleicht hier oben?
Wo ist er? Vielleicht nur, damit er ihn wieder töten kann. Da ist er. Soll ich ihn fotografieren? Nope. Soll ich ihm folgen? Tja, ich denke, ich soll ihm folgen. Von Mutter. Ein Kleid. Es ist aus demselben Stoff wie der Fetzen, den ich neben dem See gefunden habe. Und ein Keller. Es ist sogar zerrissen. Es muss von Mutter sein. Ach du meine Güte. Ich hatte den Verdacht, dass Mama in den Mord an Martha verwickelt sein könnte. In diese Gedanken verloren vergingen Stunden und ich vergaß die Beerdigung völlig. Als ich merkte, dass es bereits Abend war, trugen sie den Sarg bereits zum Friedhof. Sie hat mich nie geliebt. Das wusste ich genau. Aber ich wollte es nie wahrhaben. War sie es gewesen? Es fiel mir schwer, es zu glauben. Aber es ergab alles einen Sinn. Am See muss sie gedacht haben, dass Martha ich sei. Denn sie war überzeugt, dass ich tot bin. Ja, das ist aber eine tolle Mutterliebe. Super. Als die Beerdigung zu Ende war, verspürte ich einen unwiderstehlichen Drang zu spielen. Ich liebte Musik. Ich begann zu spielen, ohne über die möglichen Konsequenzen nachzudenken. Es war mir egal. Ich wollte mich lebendig fühlen. Wieder existieren. Was ist hier los? Julia? Bist du das? Nein, das kann nicht sein. Martha hat noch nie gespielt. Sie ist taub. Und doch... Nein, das ist Wahnsinn. Mein Gott, also ist Martha... Jetzt verstehe ich. Du kannst jetzt die ganze Aufmerksamkeit bekommen, oder? Du warst eifersüchtig, stimmt's? Weil sie ein wunderbares Mädchen war und du nur eine nutzlose kleine Schlampe bist. Wie hast du es geschafft, sie zu überzeugen? Oh, jetzt verstehe ich es. Aber sie hat sich mit mir unterhalten. Nein, das ergibt keinen Sinn. Ich werde dich in eine Anstalt einsperren lassen, hörst du? Das reicht! Du wirst für deine Taten bezahlen, du verfluchte Irre! Welche Sie werden dich foltern, um die Monster in deinem Kopf zu entlarven. Dreckstück, ey, ehrlich. Ihre Worte waren scharf wie Rasierklingen. Ich versuchte ihr zu erklären, dass ich es nicht gewesen war. Ich zeigte ihr die Fotos, die ich entwickelt hatte und die meine Unschuld bewiesen. Aber sie wurde nur noch wütender, nannte mich verrückt und dann begann sie mich mit allem zu schlagen, was sie griffbereit hatte. Ich schloss die Augen, als die Dunkelheit in mir immer mehr Besitz zu ergreifen begann. Erinnerungen kamen zurück. Keine Erinnerungen an Ereignisse, sondern eher an Gefühle. Gefühle, die ich als Kind empfand. Sie waren unheimlich. Das waren die Ängste eines kleinen Mädchens. Das Gespräch mit der weißen Frau hatte mich noch mehr verwirrt, aber wenigstens hatte ich jetzt diesen Schlüssel.
Am Abend zuvor versuchte mein Vater verzweifelt, mich zu trösten. Sprich mit mir, Julia. Du weißt, dass ich dich liebe. Ich möchte nur verstehen, was passiert ist. Ich bin froh, dass du am Leben bist. Auch wenn wir Martha verloren haben. Deine Mutter stand unter Schock. Ja, komm, nimm sie nicht in Schutz. Sie wollte dich bestimmt nicht verletzen. Doch, wollte sie. Okay, er sagt... Neues Kapitel, die weiße Frau. 5 Tage nach Marthas Tod, 6 Uhr. Okay, also wir müssen jetzt zum Fluss. Zum See. Zum Fluss. Es ist auch neblig, das passt sehr gut. Es ist früh, also die einzige Chance, die wir haben. Moment. Nee, doch, war richtig. Genau, das ist wieder der kleine Schrein. So, hoffentlich jetzt keine Soldaten. Oh Mann, ey, jetzt muss man... Man stelle sich mal wirklich vor, ey, wirklich ey, so eine Mutter. So eine Mutter. Und das macht die ja schon ihr Leben lang. Wie ich das jetzt so verstanden habe, irgendwie, nachdem sie ja jetzt für die Infruchtbarkeit irgendwie oder für die Unfruchtbarkeit der Mutter zuständig oder verantwortlich ist und anscheinend für die Taubheit von Martha. Ganz, ganz schau. Mother of the Year. So, dann gehen wir mal hier lang. Und ich würde nämlich sagen, dann klettern wir hier runter. Schnubbidi-bub. Schnibbidi-schnib. Und wie Benny sagen würde, snabbidi-snap. So. So, und hier haben wir den Steg. Sollen wir jetzt das Boot nehmen tatsächlich? Oder sollten wir jetzt hier die Kamera aufstellen? Ich schau mal ganz kurz hier rein. Oh, die Tarotkarten. Die Tarotkarten hier. Zufallsentscheidung. Zap, zap, zap. Eine Weissagung, bitte. Was werden die Karten uns diesmal sagen? Das Rad des Schicksals, das Fahrrad des Schicksals. Sehr schön. Was haben wir da? Der Gehängte. Klingt nicht so positiv. Der Wagen. Ich werde es schaffen. Es wird sich alles irgendwann ändern. Aber das Glück wird nicht mein Verbündeter sein. Und es wird alles sehr schwierig werden. Scheiße. Okay. Kann ich denn jetzt das Boot benutzen? Ja, scheinbar schon. Ohne alle notwendigen Elemente ist es sinnlos, zur Insel zu gehen. Okay, gut. So, ohne alle Elemente. Nja. So, die Schere haben wir. Mein persönliches Objekt. Der Geliebte. Was ist denn der Geliebte? Ein Foto vom Grab im Wald. Ach ja, das Grab im Wald. Das Grab im Wald, na klar. Was sollen wir denn jetzt hier ein Grab finden, ey? Kann man es auf der Map? Eventuell? Sehen wir da was? Da. Alter. So, nein, durch den ganzen Wald einmal bitte. Okay. So, hier vorne geht es jetzt Richtung Grab anscheinend. Also auf jeden Fall der Punkt, wo mich das Spiel hinhaben will. Ich weiß nicht, was ich zu finden hoffe. Aber was kann ich sonst tun? Wir werden hoffentlich sehen, ob sich unter einem dieser Gräber etwas verbirgt. Ich hoffe, dass der Infrarotfilm uns das zeigen wird. Tja, na dann probieren wir es mal. Schön, dass es gleich angezeigt wird, was man brauchen könnte. Das ist natürlich ganz cool gemacht. So, okay. Gut, da müssen wir auf jeden Fall erstmal die Einstellung. Wir brauchen. Bibbidabim, babbidabim, babbidabom. Welcher ist es denn? Für draußen sonnig? Für draußen sonnig, drin hell?
Schattier Außenbereiche. Ja, der ist es. Damit es auch schön creepy aussieht. So. Ja. Infrarotfilm. Wunderbar. So, okay. Na dann, werden wir mal. Achso, er ist schon korrekt belichtet. Okay. Zu nah dran. Okay, wir sind zu nah dran. Okay, zack. Und jetzt noch. Scharf. Let's do it. Okay, das war's jetzt. Jetzt müssen wir natürlich das Bild noch entwickeln, würde ich mal sagen. Ja, genau. Ich hoffe, es ist das jetzt. Ich hoffe, wir haben den Geist jetzt auch darauf eingefangen. Nee, einfach bloß irgendwie einen gammelnden Stein irgendwie fotografiert und jetzt. Oh. Steht da vor der weißen Frau, die Robert im Erdbeerfeld. Das wäre blöd. Steht nicht. So, wir sollten auch tatsächlich noch das Telefonkabel durchschneiden. Und außerdem müssen wir Zeitung müssen wir auch noch lesen. Als ich klein war, hatte ich Angst vor Tieren. Ich habe mich ihnen nie allein genähert. Alter, was ist los hier? Was ist denn hier los? Oh, nee, ey. Was ist denn das für eine Scheiße? Oh nein, der Zaun wurde zerstört. Was war denn das jetzt nur bitte? Also eine Kuh macht ja auch keiner so schnell mal Platz. Irgendwie waren das jetzt Wölfe oder was? Also ein Fuchs war das nicht. Puh, toll. Da kann auch nichts an. Schnupseln hier. Der Kasten ist leer. Der Telegraph wäre in der Nähe installiert worden. Okay. So, vielleicht hier hinten? Geheimer Gang. Oder eine Scheune, das kann natürlich auch sein. Schuppen, nichts. An dem Schwein nicht vorbei. Sie scheint mit einem Messer geschlachtet worden zu sein. Ob uns jemand bedroht? Ich würde mal jetzt dazu sagen. So, er muss in der Nähe sein. Vielleicht gehen wir den Gang nochmal lang. Es würde dafür sprechen, dass hier ein Generator läuft. Notstromaggregat. Wo? Aber wo? Na okay, gut. Also wenn ich jetzt hier oben bin, dann gehe ich mal ganz schnell in den Keller und mache mal schnell das Foto noch. Also entwickle das Foto. Und dann würde ich tatsächlich wirklich nochmal probieren, irgendwo dieses Kabel durchzuschneiden. Also das Telefonkabel. Das Kommunikationskabel. Was das jetzt mit dem Fahrrad sehen soll, verstehe ich aber auch nicht. Oh nein, wo ist denn das da? Nein, ist das Ding zu? Ist die Tür zu? Was ist denn das nur für ein Schlabums? Mit dem Fahrrad. Huh?
Ja, schön, hier ist alle zu. Wir sollten ein Foto machen. Na, langsamer. Ja, das verstehe mal. Okay, also ich komme also nicht ins Haus rein. Und aufstehen bitte. Fahrrad, also das Prinzip verstehe ich jetzt nicht. Wo sollen wir jetzt hier groß hinfahren? Wo ich natürlich noch ja nicht hingefahren bin, ist dahin. Zur Kommunikationsleitung, verstehe. Na dann. Aber, ach so, wahrscheinlich mussten wir, hallo? Wahrscheinlich mussten wir das machen und ja nicht das Foto jetzt machen, sondern vielleicht reicht schon die Kamera. So, und hier müsste ich jetzt runtergehen. Okay. Ich kam hierher zum Angeln, als ich klein war. Ich ging mit dem freundlichen Mann, der für meinen Vater arbeitete. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Vielleicht ist er auch in den Krieg gezogen. Muss doch hier sein, oder? Oh, wir sind schon zu weit. So, jetzt lass ich aber den knackten Drahtesel mal stehen. Hier. Oh, echt jetzt hochklettern? Okay. Na gut. Wäre ja mal nichts für mich. Schön Höhenangst. So. Ein deutscher Panzer. Ich muss seinen Standort über den Telegrafen melden, der in der Nähe des Kuhstalls versteckt ist. Papa hat vermutlich eine Garnison angefragt nach all dem, was passiert ist. Ich sollte die Position mit dem Telegrafen melden. Tja, na dann. Runter mit dir. Ey, du, bereit, wenn du bist, Julia. Was soll das? Okay, nur steht. Dieser Draht führt in Richtung Haus und geht dann weiter. Also muss es der richtige sein. Okay, alles klar. Gut, das war noch zu tun. Nun muss ich nur noch zum Telegrafen, der sich in der Nähe der Stelle befindet. Alles klar. Auf zum Telegrafen. Also das super geile fancy Fahrrad lasse ich jetzt stehen, weil ich glaube, ich bin schneller zu Fuß als mit dem Fahrrad. Wahrscheinlich gibt es noch so ein Achievement, irgendwie fahre so und so viele Meter mit dem Fahrrad rum. Und das nochmal wieder, das Gezwitscher? Nee. Sein können, dass vielleicht irgendwo Vögel sind, die ich fotografieren muss. So, okay. So mal so einen Blick nochmal aufs Aufnahmetool werfen irgendwie, ob es wieder anfängt zu stottern. Ich hoffe wirklich, es hält sich in Grenzen und entschuldige mich natürlich dafür. Aber leider ist es erstmal so, wie das da vorne ist. Ein Messer und ein Brief. Na toll. Schauen wir mal. Ach, komm wieder einfach runter hier, bitte. Dankeschön. Nazi-Faschisten auf den Scheiterhaufen. Nazi-Faschisten auf dem Scheiterhaufen. Was? Wer könnte das getan haben? Was hatten diese armen Kreaturen mit all dem zu tun? So. Der Telegraf muss in einer dieser Kisten versteckt sein. Schauen wir nochmal. Oh, sehr schön. Mit Licht. Sehr verräterisch. Zack. Ich muss jede Nachricht mit dem Codewort beginnen. Ich habe den Panzer auf der Straße gesehen. Und die Straße ist in der Nähe des Hauses.
Ich schätze, dass ich das so in der Art kommunizieren muss. Ja, okay, was war denn nochmal irgendwie das letzte Wort? Entfernen, Telegraph verlassen. Ich muss erstmal ganz kurz nochmal schauen, wenn du den Telegraph jetzt verlässt, wird die aktuelle... Das aktuelle Spritzen möchtest du im Telegraph verletzen? Ja, möchte ich. Ich brauche erstmal nochmal kurz die Notiz, was ich vorher sagen muss. Die Codeworte. Okay, das ist nochmal eine gründliche Kiste. So, okay. Kommunikationsleitung. Sie haben mich im Telegraph. Town on Fire. Okay. Alles klar. Town on Fire. So. Ich muss jede Nachricht mit dem Codewort beginnen. Ich habe den Panzer auf der Straße gesehen. Und die Straße ist in der Nähe des Hauses. Ich schätze, dass ich das so in der Art kommunizieren muss. Also, okay. Folge den Punkten oder streiche, um den richtigen Buchstaben zu erhalten. What? Wie? What? So, Tutorial, hallo. Klicke auf die Worte. Na gut, dann klicken wir erstmal auf die Worte. Also, statt... So, jetzt muss ich hier was machen. Das brennt. So, Artikel wird überbewertet und... So, senden. Oder? Sollte ich das jetzt senden und danach das Richtige? Nochmal. Ich füge am Ende einfach over hinzu, um deutlich zu machen, dass ich fertig bin. Ich füge am Ende einfach over hinzu, um deutlich zu machen, dass ich fertig bin. Aha, verstehe. Gut, entfernen wir das letzte Wort. Also, wir, wo haben wir denn hier? Ich habe da irgendwo Panzer gelesen. Steckgebäude, Fluss, Fotogeneral, Leitung, Schabadabada, hier ist der Panzer. Panzer. Nahe Straße. Neben Stadt. Oder was? Panzernahe Straße. Naja, das ist doch erstmal nicht verkehrt. Nahe Haus. Over. Ich füge am Ende einfach over hinzu, um deutlich zu machen, dass ich fertig bin. Haben wir das nicht? Aber das ist anscheinend nicht das, was wir senden sollen. Das ist nicht das, was wir senden sollen. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Stadt brennt, Panzer, nahe Straße, nahe Haus. Dann machen wir mal zurück. Panzer. Nahe. Haus. Over. Ich füge am Ende einfach over hinzu, um deutlich zu machen, dass ich fertig bin. Okay. Geht nicht? Geht nicht. Ich muss jede Nachricht mit dem Codewort beginnen. Ich habe den Panzer auf der Straße gesehen. Und die Straße ist in der Nähe des Hauses. Ich schätze, dass ich das so in der Art kommunizieren muss. Ja, dann tapp mal. Also, Stadt brennt. Panzer,
Straße nahe Haus. Wo ist der Haus? Ah, das ist jetzt da. Ende. Ich füge am Ende einfach over hinzu, um deutlich zu machen, dass ich fertig bin.